Also, dieses DVOG, das das Easter Hack ersetzt. Und das DVOG ist ein Akronym für ein distributes virtuelles Chaos. Und hier ist jetzt Amy Spark aus Argentinien. Hatte schon einen Vortrag am ersten Tag über Farbprofile. Und jetzt? Und ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ach ja, die Ankündigung der Übersetzung. Wenn ihr hier seid, habt ihr die schon gefunden. Für die, die jetzt nach dieser Ankündigung dazukommen, herzlich willkommen noch einmal. Und wir übersetzen, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, schon den ganzen Tag. Und wir freuen uns über Feedback. Wir sind zu finden im Social-Media-Kanälen und dem Fediverse unter C3Lingo. Und wir achten auf den Hashtag C3T, zumindest manchmal. So, die Leute sind nicht gekommen, um mir zuzuhören, sondern dem Talk. Also, fangen wir an. Wir haben noch kleine Tonprobleme. Okay, dieser Talk heißt Der Fluch, The Curse of the Slide Making oder Der Fluch des Folienerstellens. Und mein Background, ich arbeite Vollzeit bezahlt am KDE Krita. Meine Spezialitäten sind Farbräume und Flüche. Und beschäftige mich mit sehr vielen Projekten noch nebenher. Erst meine Motivation, warum dieser Talk, dann Voraussetzungen, um Folien zu erstellen und die Werkzeuge. Also erstmal die Motivation. Systeme, also als ich den Farbvortrag vom ersten Tag vorgeschlagen habe, da hatte ich mit einem Freund geredet. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich dazu damit gefühlt habe, einen Talk hier zu geben. Ist relativ neu. Und ja, also solche Folien, Vortragsfolien sind eigentlich ein Werkzeug in sehr vielen Berufen. Administration, Buchhaltung. Und meistens drehen sie sich um ein sehr bestimmtes Thema. Manchmal, wie bei meinem Job an der Uni, in der Lehre, hat man sehr enge Zeitrahmen, beispielsweise 3 Tage. Und meistens werden sie benutzt für relativ lange Sprechzeiten. Also mein Talk war so 30 Minuten und an der Uni eher so 1 Stunde. Also ich hatte schon Erfahrung an der Uni mit Folien. So, jetzt ist es möglich, all das mit einem Vortragsfolien zu erfüllen. Ja, so diese Person wollte eine Liste aller Dinge schreiben, die sie tun muss. Und war sicher, das alles in einer Woche schaffen zu können. Und 2 Wochen später, naja, der Plan hat nicht geklappt. In meinem Fall... Also das technische Wissen ist wichtig, der technische Hintergrund. Aber wie man das mit den Werkzeugen ausführt, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und es kann den ganzen Unterschied machen für die Präsentation. Also bin ich jetzt heute hier, um euch die Fallen und geheimen Fallstricke zu zeigen, damit ihr später weniger leiden müsst. Damit ihr es weniger eilig habt und weniger Abkürzungen nehmen müsst. Also Anforderungen. Es ist offensichtlich, dass auch das von vielen Dingen abhängt. Dem Beruf. Erst, was ist die Umgebung? Ist es eine Uni? Ist es ein Arbeitsplatz? Eine Arbeitsgruppe bei Hackern. Als zweites muss man die eigentlichen Anforderungen berücksichtigen.
Ist es jetzt schriftlich oder wie formal? Dann, was ist der Zweck des Vortrags? Was möchte man eigentlich ausdrücken? Viertens, die verfügbare Zeit. Es macht nämlich einen Unterschied, ob man jetzt ausführlich ein Thema behandeln muss oder einfach nur kurz ein paar Worte loswerden. Und dann das vorgesehene oder auch das mögliche Publikum. Also nicht nur die, die dann wirklich vor Ort sind, sondern auch die, die das vielleicht im Nachhinein noch sehen. Was würden die Leute mitnehmen davon, was man sagt? Also als Beispiel, als ich mich beworben habe für die Universität, dann ist das erste natürlich, ein Template-Layout zu erstellen. Das passiert fast automatisch, weil die meisten Orte, jede Konferenz Vorgaben macht. Und da kann man sich jetzt hier sehr viel Zeit sparen, indem man das automatisiert. Denn die Bibliografie, weil das Publikum einfach Quellen haben möchte. Und ich packe die Quellen gerne auf die Folien. Und dann natürlich mathematische Werkzeuge. Ich komme aus der Informatik und ein universitärer Background. Und da kommen sehr viele Tabellen vor und Formeln und dergleichen. Und dann natürlich Grafiken erstellen. Damit meine ich zum Beispiel jetzt hier Grafiken in diesem PDF zum Beispiel. Aber jeder will mindestens ein Bild. Aber vielleicht möchte man den Stil auch den Bildern anpassen. Oder die Bilder dann auch dem Stil der Konferenz. Jetzt Werkzeuge. Es geht jetzt um die Vorteile, die Nachteile und wie sie auf die Anforderungen passen oder auch nicht. Erstes Tool. Das, was jeder mag und mindestens einmal benutzt hat. Diese Präsentationsprogramme, PowerPoint, LibreOffice, Impress oder auch Apple Keynote. Jeder kennt sie und die meisten von uns haben Zugriff darauf, weil sie einfach dabei sind. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Grafiken zu erstellen. Aber es ist meistens sehr auf ein professionelles Umfeld ausgelegt. Also Business. Es ist sehr portabel. Nachteile? Meistens sind diese Programme nicht untereinander kompatibel. LibreOffice ist da ganz gut, aber noch nicht gut genug. Ja. Also zum Beispiel Keynote ist jetzt auch gratis, aber nur, wenn man schon sehr viel Geld für einen Mac ausgegeben hat. Und dann gibt es monatliche Lizenzen. Und als ich jünger war, dann waren endlos Lizenzen die einzige Option. Das war auch wahnsinnig teuer. Ah ja, PowerPoint also als Referenzsoftware ist sehr teuer. Und für den akademischen Umfeld, für das akademische Umfeld ist es sehr schwierig, dass die Zitationen nicht ordentlich gemacht werden können. Und Grafiken kann man nur im Rahmen der Programme benutzen. Und wer von euch hat je versucht, für PowerPoint ein Template zu erstellen? Das ist ein Albtraum. Das zweite Beispiel, das sind jetzt lauter Online-Programme, Google Slides, Prezi, was in der Lehre benutzt wird, Clippad und Reveal.js. Die sind sehr, sehr portabel, weil sie direkt im Browser laufen. Die meisten, wenn nicht gar alle, können kollaborativ benutzt werden und haben dann auch Zugriffskontrolle. Und weitere Online-Ressourcen, also weil sie im Browser laufen, kann man es als Online-Ressource sehen und weitere Online-Ressourcen reinzubringen, ist offensichtlich. Nachteile. Auch hier fehlen die Werkzeuge für den akademischen Bereich. Referenzen, Bibliografien.
Grafiken zu erstellen ist sogar noch limitierter als in Desktop-Programmen. Wir sind auch weiter eingeschränkt in den Möglichkeiten, die wir für das Styling oder das Layout haben. Es lässt sich wenig bis gar nicht erweitern, weil das alles Closed Source ist, also proprietäre Software und im Browser abgekapselt ist. Und schließlich, wenn man das jetzt zum Beispiel auf Google macht, dann hat man vielleicht DSGVO-Probleme oder zumindest Zweifel. So, das dritte Werkzeug, Pandoc. Das wurde auch das Schweizer Taschenmesser für Formattransformationen genannt. Vorteil, man kann Markdown verwenden und das dann in jedes Format rendern, das man sich vorstellen kann. Hier gibt es auch sehr viele Werkzeuge und Hilfen für den akademischen Bereich, also Bibliografie und Zitate und dergleichen. Hängt ein bisschen vom Ausgabeformat ab, aber meistens geht's. Man kann sich Vorlagen erstellen, Templates. Und das heißt auch, dass man sich selber nicht mit komplizierten Formaten rumärgern muss. Aber Templating ist schon sehr, sehr schwer. Also gute Templates können einem sehr helfen, aber sie zu erstellen, bis man da ist, ist sehr schwer. Es ist meistens genauso seltsam wie das Ausgabeformat. Wenn man LaTeX benutzen möchte, hat man wahrscheinlich Doppeltart und Werkzeuge. Wenn man erst die Werkzeuge braucht, um es zu schreiben und dann das, um es in LaTeX zu überführen, beziehungsweise es zu überführen und dann in LaTeX zu rendern. Man hat sehr wenig Kontrolle über die Formatierung der Bibliografie. Man möchte vielleicht die Fußnoten umverteilen, aber das kann man nicht sehr einfach machen. Ich bemerke hier CSL. Es heißt Citation Style Language, also eine Zitatformatsprache. Und das lässt sich nicht kombinieren. Und Grafiken sind unmöglich. Es ist einfach nicht dazu gemacht, mit Grafiken umzugehen. So, das letzte Werkzeug, Beamer. Das ist ein Package für LaTeX. Und wenn man schon mit LaTeX zu tun hatte, in der Uni zum Beispiel, dann ist das sehr gut. Diese Folien hier wurden damit erstellt. Es ist sehr gut mit Zitaten. Das ist nativ implementiert. Man kann es sehr leicht erweitern mit Paketen. Man kann nur PDFs erstellen, aber man hat innerhalb von PDFs unterschiedliche Formate. Also negativ, Grafiken mit Beamer zu erstellen, ist nicht schlecht, sondern wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Das ist wahrscheinlich der schwächste Punkt im gesamten System. Und in meinem Fall einfach nur dieser Punkt hat mich sehr viele Bewerbungen gekostet. Ich habe den Job dann nicht bekommen. Und wie mit allem in LaTeX, man muss viel lernen. Sehr steile Lernkurve. Aber ich muss dazu sagen, das zahlt sich sehr schnell aus. Also das in diesem Vortrag hier konnte ich sehr leicht für DVOG anpassen. Ganz wenig Zeilen. Man ist jetzt natürlich ein bisschen limitiert mit den Hooks, um es zu erweitern. Aber wenn man LaTeX kennt, kann man natürlich alles machen. Man kann sich die Datei einfach ansehen, das ist alles lokal. Und man kann einfach auch alles anpassen. Also, Schlussfolgerung. Wir haben jetzt darüber geredet, warum ich über all diese Sachen sprechen wollte, was die Voraussetzungen sind, um gute Folien zu erstellen. Und ich habe ein paar Werkzeuge vorgestellt.
Die schwächsten Punkte der ganzen Werkzeuge ist die Bibliografie und das Erstellen von Grafiken. Ich würde sagen, nicht das Rad neu erfinden. Wenn ihr schon ein Werkzeug habt, versucht es weiter zu benutzen und zu erweitern. Aber ich fände es wirklich gut, wenn es einfacher wäre, Grafiken zu erstellen. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich bin offen für Fragen. Hi. Das ist, ja, alles sehr wahr. Alles, was du gesagt hast, sehr, sehr wahr. Ich teile meine Gefühle mit dir. Als kleine Frage. Kleine erste Frage aus meinen eigenen Erfahrungen. Was stoppt mich oder was hält mich auf, mein Layout, also Grafiken einfach in einem Grafikprogramm zu erstellen und das dann da einzubauen? Ja, in meiner Erfahrung, wenn man den Stil der Grafik kontrollieren will, zum Beispiel hatte ich einige Vorträge. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es einfach schmerzhaft. Es ist sehr offensichtlich und es ist schmerzhaft offensichtlich, wenn es mit einem ganz anderen Programm erstellt ist. Also wenn die Grafik weiß auf schwarz ist und die Folien schwarz auf weiß zum Beispiel. Es gibt einfach einen Kontrast. Und das ist hauptsächlich ein Programm, den Kontext und die Farben zu automatisieren. So, ich muss mich jetzt noch kurz einloggen, um die Fragen nochmal zu kriegen. Tut mir leid, es dauert einen Moment. Bin gleich da. Okay, danke. I have to log in. Lavi, it doesn't let me in. That's the problem. So, ich kann mich gerade nicht einloggen. Entschuldigung, das ist das Problem. I can't read it. Sorry. Ich habe keinen Lesezugriff. Tut mir leid. Oh, there you are. Ja. So. That's not a question, is it? That's a statement. All programs. Ja, ist jetzt erstmal ein Statement, keine Frage. Alle Programme haben Fehler. Also, was machen wir jetzt? Naja, was ich empfehlen würde, benutzt, was ihr schon kennt. Besonders, wenn ihr was im Browser benutzen könnt, das funktioniert am besten. Google Slides zum Beispiel. Aber ich fände es gut, wenn die Entwickler da draußen sich mal darum kümmern würden, ein echt gutes Werkzeug zu machen. Und das vielleicht als Plugin. Also, ich habe schon ein paar getestet und die sind einfach sehr, sehr messy. Also, die funktionieren nicht ordentlich. Was hält dich auf, Programme zu kombinieren? LaTeX und was anderes vielleicht. Würde das helfen? Ja, das habe ich früher gemacht. Zum Beispiel für meine Abschlussarbeit. Aber es kommt drauf an, weil mein Betreuer es einfach nicht rendern konnte mit den Grafiken. Und als ich die gesamte Abschlussarbeit teilen musste, zum Beispiel an die Library der Universität, dann ist es einfach gecrashed. Also es ist immer ein Problem der Portabilität. Okay, nächste Frage. Wo kann ich deine Templates finden? Die Beamer-Templates. Ja, die lade ich nach dem Divok hoch. Die sind jetzt gerade noch privat, weil die aus den Abschlussarbeiten sind und die habe ich einfach noch nicht geteilt. Danke. Das ist nett.
Würde es helfen, wenn ich ein Programm nenne, wo ich zumindest meine Farbmuster und Templates teilen kann? Oder ist Portabilität ein großes Problem? Also könnte ich jetzt Templates zwischen Programmen austauschen? Naja, es kommt drauf an. Zum Beispiel, also Programme wie PowerPoint, Keynote und LibreOffice? Mehr oder weniger ja. Aber es kommt darauf an, wie kompatibel die Programme untereinander sind. Also LaTeX? Nee, das ist, passt einfach nicht. Das passt nicht zu einem anderen Programm. Ja, der nächste Programmpunkt fängt in... Ja, wir haben noch Zeit für eine Frage. Wenn ich jetzt ganz neu anfangen würde, welches Programm würdest du dann empfehlen? PowerPoint. Ja, ist unfair, aber PowerPoint. Ja, gute Antwort. Wenn, als Apple-Person benutzt man halt das Äquivalent. Nein. Ja, tatsächlich nein. Keynote. Ich benutze macOS und Keynote hat mir viele Kopfschmerzen bereitet. Ich würde immer PowerPoint auf Windows benutzen, auf Linux vielleicht PowerPoint using Wine und auf Mac Slides. Ja, ich denke PowerPoint auf Mac existiert, man muss es halt bezahlen. Ich hatte Word auf dem Mac, also sollte gehen. Ja, das geht natürlich auch. Okay, ich glaube nicht, dass wir noch Fragen haben. Sollen wir in den Breakout Room gehen? Gut. Danke vielmals für diesen...